So, und herzlich willkommen zu Folge 2. Ich will mal gucken, dass ich ein bisschen mehr aufnehme jetzt. Erste Folge 1 wäre nochmal ein bisschen Test, mal ein bisschen gucken, mal ein bisschen ausprobieren. Aber, oh, es wird dunkel. Es wird finster in der Minecraft-Welt. Das Bettchen habe ich hier, ich brauche mal einen Unterschlupf, der etwas länger hält. Hallo, wandelnder Händler. dann. Ja, war hier. Hier sieht gut aus. Die Fackeln, da sind sie. Ein Löchlein da, ein Löchlein, buddeln, buddeln, buddeln. Den habe ich jetzt aus Versehen weggemacht, ist egal. Bettchen. Und ab. So. So, die Nachttischlampe und Schläfchen. Ich hoffe, die Musik ist jetzt nicht zu laut, aber sollte eigentlich passen. Wunderschönen guten Morgen. Brennskelette brennt. Der Händler ist immer noch hier. Ja, genau. Mäßig gehen wir jetzt mal Holz sammeln. Ein Pfeil. Danke. Sekunde. Ja, doch. Bisschen Platz habe ich noch im Inventar, da muss ich das Ding auch mal lernen. Blub. Dankeschön, Hühnchen. Ich habe ein Ei gefunden. Klopf, 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 klopf. Richtig schön. Chuck Norris, like. Obwohl, nee, mit der Handkante machen wir es ja nicht. Wir haben ja. Obwohl, mit einer Holzaxt Holz hacken. Das ist doch. Das ist Chuck Norris, like. So, und Plätzchen, Plätzchen, Plätzchen. Den hier noch weg und da ist noch einer. Immer vom Vorteil ist es, den unteren Stamm stehen zu lassen. Falls Leute zugucken, die noch kein Minecraft spielen. Ich bin zwar kein Minecraft Pro, aber ein bisschen weiß ich ja dann doch. Ah. Super helles Holz. Ist, glaube ich, auch das hellste im ganzen Spiel. Birkenholz. So, den hier weg, den da weg. Und hacke die Hack, Hack, hacke die Hack, Hack. Stöcker. Ah, Setzlinge, sehr schön. Wir müssen hier die zwei Bäume vom Anfang ersetzen. Dass die jetzt auch noch Stöcker droppen, das ist ja toll. Ich brauche Platz. Ich esse mal einen Apfel. Alles für ein Apfel und ein Ei. Immer ein bisschen mehr Kadi. Server-Lag. Das ist eins höher. So.
So, gucken wir. Gucken wir. Oh, noch ein Apfel. Ich brauch doch mal. Ja, wenn ich hier einfach mal eine Kiste hinstelle, dann. Halt. Ich hau hier einfach mal eine Kiste hin. Genau, hier ins Flüsslein. Packen wir mal die Setzlinge rein. Eichenholz, Eichenplanken, genau. Die Bastelkiste. Ah, was ist denn das? Ist es das, was ich denke? Eisen! Das sieht komisch aus in dem Texturenpack, aber geil. Wir haben Eisen! Komm schon. Ah, danke. Ist hier noch mehr? Nee, scheint nicht so. Okay. Noch ein Apfel. Oh, richtig viele Setzlinge. Ach, da freut sich mein Bäumchenherz. Olé! Könnt das hier mal hinpacken? Die Bastelkiste. Machen wir ein bisschen Brot. Haben wir auch gleich wieder einen Platz frei. Haben wir jetzt? 4 Birkensetzlinge, 12 Eichensetzlinge. Da, ein bisschen Platz. So, hier hin, ein dahin. Ein hier hin. Anderen 8 nehme ich mal mit zu unserer Baustelle. Komm runter. Kommt schon, ihr Süßen, löst euch auf. Badabam. Den hier weg. Ich glaube, das Eisen, das ich gefunden habe, das werde ich dann in eine Eisenaxt verbauen. Und kaputt? Nein, noch nicht. Einer geht. Ah, kaputt. Jetzt mit der Handkante. Toll. ich hab Kohle. Woher habe ich? Egal. So ein wunderschöner Pfeil und ein Ofen. Kohle rein, Eisen rein. Und dann gibt es gleich eine Eisenaxt. Warten. Gleichen wir hier mal ein bisschen den Boden an. Blub. Nehmen wir hier noch ein Stückchen weg. Okay. Bisschen natürlich soll es ja dann doch auch bleiben. Okay, schon besser.
überall kleine Seen. Auch nochmal ein Dümpelchen. Ist hier auch Eisen? Das wäre toll. Nee. Schade. Kein Eisen. Überleg nur, ob ich die teilweise vielleicht zuschütten sollte. Mit Dirt. Mit der dürtigen Dirte. Ich glaube, da kommt nichts mehr. Okay. Quatsch. Da muss ich dran. Bastelkiste, ein da, 1, 2, 3. Und eine heißene Axt ist vollendet. Yeah. Holzaxt digitiert zu Eisenaxt. Geht doch gleich ruckzuck. Richtig schön fix. Hacke die Hack, Hack. Oh oh, es wird dunkel. Das Bett habe ich da hinten gelassen, ne? Ach, warte mal. Ich hab ne Idee. Wir suchen mal Unterschlupf bei den Dorfbewohnern. Derweil lassen wir einfach mal hier unter einem Bäumchen stehen. So. Großprojekt Wiesenbewaldung läuft an. Die zwei Hübchen. Oh, Kohle. Oh, Kohle. Oh, danke, Spiel. Kohle. Kohle, tralala. Kohle, lalala. Ich habe das Gefühl, ich muss mir mal den Kohlezug nochmal aneignen. Kong, du bist toll. Den dann noch? Die XP-Bubbles, kommt zu mir. Ich hab euch alle lieb. So, Effekelchen. Okay, Drop Zone ist clear. Jetzt aber fix. Ab ins Bettchen. Hier müsste noch ein Bett drin sein, ne? Nein, da schläft jemand. Hilfe! Au! Na, komm. So. Hier, nein. Nein. Ich beschütze dich, keine Sorge. Entschuldigung, würdest du bitte aus dem Bett aufstehen? Da kommen sie. Zombie-Invasion in Folge 2. Oh. No, lass ihn in Ruhe. Was ist denn mit denen hier los? Da ist ein Zombie im Wasser. Ich krieg dich. Ich bin runtergefallen. Ah! Hilfe! Scheiße, ich würde Ihnen gerne helfen. Keine Angst, den Stein kriegt. Scheiße? Ich hab euch gerettet, hoffe ich.
Wollt ihr da nicht mal rauskommen? Ich nehme noch den anderen Steinmetall. Ich hoffe, ihr habt jetzt Platz. Ja, kommt, kommt raus da. Kommt raus da, Jungs. Kätzchen, Kätzchen, ruf mal deine Herrchen, dass die da rauskommen sollen. Ah, oh, ein Bett. Oh, danke, Spiel. Aber was machen die da? Was machen die da im Brunnen? Seid ihr da immer noch drin? Kommt da raus! Oder ist das euer Spaßbad? Was ist mit euch los? Was ist mit euch kaputt? Warte mal. Ich glaub. Können die jetzt raus? Da war so ein Wasserstrahl. Ich hab gedacht, vielleicht zieht das die ran. Jetzt sind hier schon vier drin. Was ist los mit euch? Was ist das für ein Gnom? Was war das für ein Gnom? Mini-Zombie. Ja. Ihr könnt da rauskommen, das wisst ihr, ja? Jetzt geht ihr da wieder rein. Oh, Kartoffeln. Ja gut. Lassen wir die mal ihren Spaßbad haben und dann geht zurück zu unseren Bäumen. Noch mehr Pfeile, das ist schön. Versuchen wir nochmal ein schönes Brötchen. So. Mit voller Magen, da steigt doch auch gleich die HP-Leiste. Kennt man ja aus dem Real Life, ne? Voller Magen steigt die HP-Leiste. Oha. Oh, Lava. Aber gut, wir haben ja einen Lavafall da hinten. Saplings, Saplings, Saplings. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Wie viel Holz haben wir denn jetzt? Da kommt der hin lang gelaufen. Oh. Ich bin irgendwie... Hatte ich nicht auch Dingens abgeholzt? Birken? Holz? Bin ich blind? Spinnenauge, Seide... Frischfisch auf den Tisch? Hatte ich nicht auch Birkenholz? Nee, wollte ich. Ich wollte die Birke umnatzen. Das ist ein bisschen früh, aber egal, der Sound klingt gut. Die großen Bäume sind immer ein bisschen schwer auseinanderzunehmen. Da versteckt sich das Holz gerne zwischen den Blättern. Ein Ei! Jetzt habe ich zwei Eier! Es werden mehr, das kann ich euch versichern. Weil es wird ja jetzt bald Herbst, bald so richtig Herbst. Noch schwitzen wir uns ja vor uns hin. Weil es soll ja jetzt Unwetter kommen zu dieser Zeit. Was wird Herbst? Dann kann ich mal gucken, ob ich vielleicht irgendwie nochmal ein... Dingens finde, ein Resource Pack mit herbstlicher Atmosphäre. Ah, noch ein Ei. Wenn ich rankomme. Nein, egal. So, du
liebes, schönes Rohrzuckerchen. Hauen wir oben runter. Und das Rohrzucker kann man super Papier machen. Dahin, dahin, dahin. Dahin, dahin. Egal. Ist nicht schlimm. Saplings, Saplings, Saplings. Ich muss hier doch mal eine Hütte hinstellen. So eine spontane kleine Mini-Hütte. Damit, weil diese ganzen Sachen, die passieren hier nur, wenn man auch wirklich in der Nähe ist. Damit das Spiel das auch berechnet. Wäre nämlich sonst sau doof für den Computer. Wenn er irgendwelche Sachen berechnen müsste, die ziemlich weit weg sind. Und man da eh nicht hingeht. Na warte, dann hauen wir uns hier so eine kleine Holzhütte hin. Eine Sekunde, warte mal. Ich hatte mir doch eh überlegt, das hier das Löchlein hier zuzukippen. So und so und so und so. Weißen Steine eigentlich was wert sind? Obwohl, ich denke mal nicht. Was man so schnell findet, das hat jetzt nicht so den Überwert. Da müsste ich eigentlich auch mal Eisen suchen gehen. Kommst da weg? Wir wollen doch alles auf dieser Ebene haben. Was will der Händler schon wieder bei mir? Hier ist Baustelle. Kannst du das Schild nicht lesen? Händler haften für ihre Lamas. Weil das der Lamas hat, das ist irgendwie schon ziemlich cool. Ich übertreib's auch immer wieder. Ja, hier ist schön. Hier haben wir Holz. Mal Erde hier rein. Ja, ist gut, ey. Verschwinde, geh woanders hin. Geh zurück zum Dorf. Kohle packt man da rein, spart Platz in der Höhe. Ach, sind das unterschiedliche Kisten? Fällt mir jetzt erst auf. Lol. Ich glaube, das ist die Startkiste, ne? Ist ja drollig. Packen wir hier mal alles rein, was wir gerade nicht brauchen. Nicht unbedingt. Die Samen, das Auge, Eier, das Papier, Eisen dahin, Smoothstone dahin. An der Sieht. Das ist unsere Bastelecke, die Stöcker behalten wir. Das Brot auch. Benutzt. Manchmal bin ich schon doof. Aber nur manchmal. Manchmal, aber nur manchmal. Geht ja auch mal weg, das ist ein bisschen nervig. So, das war Eichenholz. Naja, genau, Eichenholz. So, was ganz Kleines, Einfaches. Bisschen Platz geschafft.
So, 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 so. Blümchen's weg. Hier machen wir eine Tür. 1, 2. 1, 2. 1, 2 reichen. Oh, geh. Mann, du geh. Du störst. Und es wird dunkel. Okay. Da machen wir aber auch hier gleich einen Break, wie ich so auf die Uhr gucke. Bis gleich.